100 Jahre Groß-Berlin. Mit einer Ausstellung in der Zitadelle Spandau, Jein Danke, blickt Spandau auf die Zeit um 1920 zurück und zeigt, dass die Spandauer sich als Havelstädter wohler fühlten und die Eingemeindung zu Berlin nicht bevorzugten. Viele Exponate aus der Zeit sind hier in der Ausstellung zu sehen, die Zeugnis ablegen, wie die Havelstadt sich damals selbstbewusst präsentierte. Ja, also die Ausstellung Jein Danke, Spandau und die Gründung Groß-Berlins 1920, die läuft ab heute dann jetzt hier in dem Zeughaus auf der Zitadelle im Obergeschoss und läuft mindestens bis Mai nächsten Jahres. Wir mussten nämlich alles ein bisschen verschieben wegen Corona, ist halt so das Übliche. Und die Ausstellung, die ich hier konzipiert habe mit einem echt ganz fantastischen und großen Team, geht im Prinzip um Spandau. Weil das große Trauma ist ja nach wie vor, dass Spandau keine eigenständige Stadt mehr ist, sondern ein Bezirk, der zu Berlin gehört. Und das hat eben 1920 seinen Ursprung und ist jetzt genau 100 Jahre her am 1. Oktober. Da ist nämlich das Gesetz in Kraft getreten. Und was ich hier in der Ausstellung zeigen wollte, ist erstens, wie waren die 20er Jahre in Spandau? Das ist nämlich total spannend. Da gibt es richtig viele tolle Geschichten zu erzählen. Da haben auch ganz viele Spandauerinnen und Spandauer mit eigenen Objekten dazu beigetragen, die wir hier zum ersten Mal zeigen können. Und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Themen, die hier sind, die vor 100 Jahren relevant waren und heute aber ganz genauso, wie zum Beispiel Bevölkerungswachstum, Wohnungsnot, Bauland versus Naturschutz und die ewigen Querelen zwischen Bezirk und Senat. Und ich denke, da wird man dann ein paar Antworten hier finden können und gleichzeitig aber auch neue Fragen gestellt bekommen. Und deswegen gibt es bei uns nämlich auch einen Zukunftsbereich. Wie stellt man sich Spandau in 100 Jahren vor, also im Jahr 2120? Genau, und dann kann man dann nämlich auch seine Gedanken und seine Ideen darstellen und vielleicht auch einfach mal ein bisschen witzig da zeigen und hier in der Ausstellung belassen.